Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn ich dir die Rüstung hier gebe, wenn du jetzt auch sozusagen den Nahkampf nimmst. Also wenn du auch die Rüstung nehmen willst. Allerdings Warum läuft kostet. mein Spiel auf einmal? Okay. Ja, gut, mir soll es recht sein. Auf 60 FPS oder was? Ja, jetzt läuft es gerade wieder ziemlich flüssig, ehrlich gesagt. Wenn du aber die neue Rüstung nimmst, dann kostet dein Schießen wieder Mana, ne? Irgendwie 8 Mana oder so pro Schuss. Wollte ich nur dazu gesagt haben. Yeah, ich bin Frau Frankenstein. ja, also nochmal versuchen, den Boss zu machen, oder? Ich weiß gar nicht, mit dem beschwört, wenn das Ding kaputt gegangen ist. Muss ich nochmal nachgucken. Glaub gar nicht mehr. Beehive. Queen Findest jetzt Bee. ja natürlich super, weil wahrscheinlich wird mein Internet sowieso bald schrägstrich gleich wieder ausfallen. Or using an Abomination. Was ist denn ein Abomination? What the fuck? Das kann ich dir nie sagen. Ach, das ist so ein Beschwörungsding. Da Und brauchst das haben wir du. nicht. Doch, da brauchst du einen Honigblock, einen Crispy-Honigblock, Stinger, irgendwie von den Beehive-Blöcke, Obsidian und. Alter! Und Honig in der Flasche. Es ist Also aber ich habe jetzt auch nicht einen ganz wichtig. Honigblock und einen neuen Hive. Ja, die meine ich ja. Ach so, ich habe ja auch 4 Honigblöcke. Kann man die mal irgendwo sammeln, würde ich sagen, oder? Keine Ahnung. Ich tue die mal hier in diese Hard-Mode-Truhe mit rein. Okay. Und Hive und auch mit. Das Ding haben wir hier auch noch. Sehr gut. Wobei die eigentlich woanders gesammelt waren. Wo haben die das Ding reingetan? Da hatte ich vorhin irgendwo gesehen. Ich raff's nicht mehr. Wo da? Schnell stoppen. Nehme ich das mal mit rein. Doof. Na, keine Ahnung. Also wenn es wieder abschmiert, ja, dann wirst du das, denke ich, merken. Ja, okay. Ich hoffe, ich krieg's dann schnellstmöglich hin. Wie gesagt, die andere Variante ist, wir versuchen uns in die Hölle zu buddeln und gucken mal, wie weit wir da kommen. Aber da sollten wir vorher Obsidian bekommen. Wir das überhaupt schon abbauen? Müsste gehen. Steht doch da bei unser Pickaxe able to mine Hellstone. Okay, ja, okay, dann könnten wir das probieren. Ist halt bloß sehr viel mit eventuell Risiko verbunden, ne? Und so. Ja. Ich werde schon sterben. Ja, hoffentlich nicht. Achtung. Ja, das verplant. Oh, wir haben einen größeren Lücken gemacht. Stimmt, wir sind irgendwie. Ja, das ist schon ganz weit unten gewesen, fällt mir gerade so auf. Och nö, was ist denn Ja, jetzt hier lol. wieder? Ist jetzt auch ein anderes. Oder hast du dich eingefärbt? Siehst du lila aus bei mir? Ich bin auch gerade irgendwie lila, aber ich habe ein Katzenkostüm an. Jetzt nicht mehr. What the fuck? Was mir gerade noch einfällt, wir bräuchten Wasser erstmal, um irgendwie Obsidian zu generieren. Das haben wir irgendwie. Hab ich leider. Oh. Oh.
Oh, ich sollte daran denken, dass ich dreimal drücken kann. Ich glaube, ich habe zu viel Jump gedöns. Kein Problem. Wir hätten aber unten erstmal irgendwie Lava aufmachen müssen, bevor du das so reinlässt. Eventuell. Ich bin noch fast vorne. Ich bin noch fast vorne. Hab's gepackt. Alles gut. Juh. So, weil jetzt müsste das Wasser hier eigentlich gleich überlaufen. Das Wasser läuft langsam. Ja, es sollte hier eigentlich überlaufen und dann hier runterfließen zu der Lava. Also, das ist oben abgeschnitten? Nein, bei mir kommt noch Wasser an. Meine Güte, fließt das Wasser langsam. Ups. Okay, da kommt doch kein Wasser. Na, ah, jetzt ist auf. Dann war es wohl zu wenig. Hier bei mir passt das. Ach so. Oh, super. Wir müssen bloß ein bisschen Obsidian, irgendwie 20 Obsidian brauchen wir, glaube ich, für jeden. Um den halt diesen Obsidian-Skull mal zu bauen. Oh, Alter, das Wasser ist ja schon wieder weg. Wir dürfen es bloß nicht übertreiben mit dem Abbauen gerade. Du musst jetzt noch irgendwie hier raus, ne? Ich nehme für mich den sicheren. Den sicheren Weg. Du leckst gerade schon wieder ein bisschen. Ach nö, oder? Du hast gerade ein Stück geleckt. Ach so. Das kann sein. So, ich hab's genau 20 Obsidian. Wie viel hast du denn? Ich habe nicht mal annähernd so viel. Ich habe, glaube ich, dann brauchen wir noch 16. Mehr Wasser. Gehst du mal kurz weg, da, wo du jetzt stehst? Ja. So. Dann müssen wir noch mehr Wasser suchen. Meinst du, das reicht? Nie weit. Ich gehe mal noch gucken, ob wir noch mehr finden. Oh. Mehr Wasser, wo ist das Wasser hin? Jetzt nicht sterben, Alex. Nee, ich versuch's. Das sage ich irgendwie jede Folge, oder? Nicht ganz, aber zumindest jede Session, ja. So, da kommt noch ein bisschen Wasser. Sehen wir, weit es reicht. Sollte reichen. Also ich habe jetzt, glaube ich, auch schon 20. Jeder braucht 20, dann brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht mehr. Ich habe jetzt 28. Man kann nie genug Wasser haben. Du hast das doch nicht mal. Ich erinnere mich gerade an jemanden. Wieso? Der in Terraria einen Wasserfetisch hatte. In Terraria einen Wasserfetisch, okay. Stell ich mir irgendwie komisch vor. Also, ich fand's ziemlich witzig. Dir kommt übrigens ein bisschen Wasser entgegen, glaube ich. Ja, ja. Minimal. Ups. Sehr gut. Du könntest mir mal deinen Obsidian geben, dann kann ich mir hochgeben und einen Obsidian-Skull schon mal bauen. Okay. Also, einmal 20 brauche ich. Und dann kommen wir mal unten, da werden wir nicht mehr verbrannt von diesen brennenden Blöcken da. Es ist runtergefallen da, unter dir. Ah, oh, sorry, nicht gesehen. Da bin ich gleich wieder da. Yay!
Kann mal gucken, wo brauche ich das denn? Ah, okay, hier. So, jetzt nehme ich mal die Cloud in the Bottle weg, das ist mir jetzt zu viel. Wo sind die andere? Ne, da ist die andere. Fall. Oh, ich sehe die Plane immer, die Planke immer nicht. So, ich komme dir entgegen. Okay. Ja, ich habe auch dabei. Sehr gut. Ups, 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 ups. Müssen wir bloß aufpassen, dass wir nicht dann die Wall of Flash aus Versehen schon beschwören. Ja, okay, alles klar. Ich weiß jetzt schon, was passieren wird. Wenn wir uns da zurück teleportieren, sterben wir aber wir können uns zumindest teleportieren. Ja, ich nicht. Stimmt. Musst du den jetzt haben, den musst du okay. ausrüsten. Ja, ich suche den gerade. Da. Was ist denn unwichtig? Das ist nicht so wichtig. Das Wasser noch nicht fertig ist mit runterfallen hier. Es geht durchs Dunkle. Wahnsinn, ist hier viel Wasser. So ein Bullshit. Na, da kommt noch was, gell? Boah, Brauchen so wir ein eigentlich bisschen. Obsidian? Nö, ich nehm's erstmal. Na doch, wir brauchen halt, um den Hellstone zu bekommen. Da brauchen wir es wieder. Okay. Also, um die, sozusagen die Hellstone Bars zu machen, brauchst du immer einen Obsidian-Block pro Hellstone Bar. Von daher passt das schon. Du darfst jetzt nicht ersaufen bei der Aktion. Ja, ich erinnere mich an letzte Folge. Es war so schön. Jedes Mal erschrecke. War jetzt auch nicht gerade viel. Ne, ich glaube, es ist ein bisschen Wasser noch runtergeflossen. Ich mach mal sicher, als habe ich hier was zu. Man weiß ja nie. Okay. Ja, genau. Man weiß ja nie, wie doof wir sind. Ja. Oh, Alter. Das war jetzt knapp. Du sagen, das noch eins. Oh. Ups. Ich glaube nicht, dass wir da unten weiterkommen. Nee, ich auch nicht, auch weil ich da gerade, obwohl ich da gerade Wasser runtergelassen habe. Bezweifle ich das auch irgendwie. Oh, jetzt hab ich den Darkness-Debuff, ey, das ist ein bisschen nervig. Ich sehe nichts. Das ist noch 10 Sekunden lang. Au! Blöde Fledermause. Ja, ich glaube, wir sind letztes Mal auch irgendwie hier rum oder sowas. Ja, also wir waren auf jeden Fall schon mal hier. Sieht auf jeden Fall danach aus, jo. Aber wir sind hier, glaube ich, nicht weitergegangen. Weil wir, glaube ich, nicht weiter wollten. Ja, komm, lass doch mal versuchen. Okay, nehme ich das rechts. Okay. Müssen uns bloß irgendwo zwischen der Lava durchschlängeln, yay. Ja, wir landen ja Gott sei Dank auf ein Stück ins. Ja, daneben. So, irgendwie hier so durch. So da. Jo.
Ach so, ich bin ja auch blöd. Ich muss natürlich noch eine Stunde links. Guck mal, das ist ein Ausnahmsmarkt. Ja, hab's auch gerade gesehen. Links. So, wollen wir wieder runter? Oder? Jo. Ja. Ich glaube, die können die Dinger überleben im Lava nicht. Einfach noch weiter runter, oder? Würde ich fast sagen. Genau. Wir müssen hier ja gerade durchkommen. Ja. Zumindest theoretisch. Ich glaube, ich hatte letztes Mal auch einmal Bekanntschaft mit der Lava gemacht. Ich glaube, das haben wir beide schon mal irgendwann. Warte mal kurz. Ich will mal da auch ein Ding haben. So. Das fällt jetzt schön mit. Ah. Tiermaschum schon wieder. Jetzt kommen hier für schöne Höhlen. Da hinten ist ein anderer Hintergrund jedenfalls. Ja, aber das ist noch kein. Das ist irgendwie bloß eine andere Höhle. Das ist kein. Ja, das, da unten. Da unten kommt Hölle. Unter uns. Oh jo, oh nö. Ja, doch. So. Nur noch irgendwie. Das Problem ist, wir wissen nicht, was unter uns ist. Und das sieht man meistens ziemlich schlecht. Und gleich spawnen lustige neue Viecher. Achtung! Das ging plötzlich so schnell, gell? Ja, weil hier Aschenblöcke sind jetzt. Oh, das ist sogar direkt eine Festung unter uns. Das ist natürlich sehr gut. Bloß wo die genau ist. Ich glaube, wir bücken lieber nach links und gehen direkt in die Festung. Das ist die sichere Variante. Bisschen nach oben. Ich glaube, das irgendwie auch. Alter, jetzt nimm doch die. Ich will keine Fackel platzieren. Was soll die ganze Zeit? Ach, kacke, ey. Wie viel Fackel hast du hier hingesetzt? Ja, ich wähle die Spitze aus und er macht es trotzdem nicht. Du darfst nicht Shift drücken dann. So. Kommen wir nicht sogar rein direkt. Ja. Ja, gut, dass wir nicht gesprungen sind. Oh, scheiße. Alter. So, das da kann man ein bisschen abbauen. Achso, beim Hellstone musst du aufpassen. Ne? Aus jedem Hellstone kommt Lava raus. Also so ein Block Lava. Das ja, oh. Ich weiß. Die blöden Mistratten da. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, ich habe jetzt schon mal 7 Hellstone. Yay! Kann man, glaube ich, schon eine Bar draus machen oder sowas. Oh, Bomben. Oh, nice. Wie viel brauchen wir? Keine Ahnung, 50 pro Rüstung oder sowas. Super. Hört sich ja nach Spaß an. Ah, nee. Da ich drüben glaub, ist nochmal eine Festung. Ja, die gibt's öfters. Können wir auch, da gibt's auch lustige Truhen manchmal. Da können wir mal gucken gehen. Ah, wir können auch hier runter, oder? Ja, solange halt nichts ist, was uns irgendwie kaputt macht. Sowas wie das da. Wir können alles töten. Aber siehst du Fledermäuse zumindest wieder schön. Ach, da unten ist ein Dämon. Ja, aber kein Voodoo-Dämon. Ja, Gott sei Dank. Voodoo-Dämon wäre jetzt das Letzte, was wir beschwören sollten. Was da? Ne, der spawnt doch von alleine, der Voodoo-Dämon. Ja, aber ich meine, die Voodoo-Puppe in die Lava werfen wäre. Ja, ja. Das wäre jetzt auf jeden Fall falsch. Alter! Oh. Was denn? Hab mich gerade erschreckt, als du die Tür aufgemacht hast. Boah. So, einen von den Dingen nicht mehr mit, die Hellforges, die brauchen wir später. Hey, wo kommt das jetzt her? Die spawnen da, also die können teleportieren, musst du aufpassen, die schießen auch durch die Wände und so. Das nehme ich auf jeden Fall mit. More Hellstone. Nee, ich glaube, so viel ist es gar nicht. Ja, du kannst durch die Wand, oder du kannst auch die Wand abbauen, ja. Ja, wie gesagt, du musst extrem vorsichtig sein, was Dingens angeht. Ja, weil, ja. Also, wenn du es irgendwie abbaust oder so. Ja, halt nicht reinfallen nach Möglichkeit. Ah, ne, auch wenn du hältst und abbaust, da kommt ja Lava raus, die dich dann genauso beschädigt. Das Lava meine ich. Ja, da stehen bleiben. Ja, macht's auch. Oh, durch die Wand, schönen Dank. Blödes Mistvieh. Komm, teleportier dich. Ah, besser. Dankeschön. Blöder Imp. Das ist so göttlich, um Ecken schießen zu können.
Wir müssen halt nur treffen. Ja, wieso habe ich nur dieses komische Gefühl, dass wir auf jeden Fall noch sterben? Weil man extrem vorsichtig sein muss, wenn man Hellstone abbaut. Man sollte auf jeden Fall planen, wohin die Lava fließen soll, wo man sich dann in dem Moment aufhalten kann, muss. Sollte. Ja, irgend sowas. Oh, du blöder Imp. Oh, noch mehr Free Hellstone sehe ich gerade hier. Also ich glaube, so viel Hellstone ist es gar nicht, was man braucht, aber man braucht schon ein Stückchen. Irgendwie, bei mir brechen gerade die Frames ein bisschen ein. So, den ihr überlegt, wie du zurückkommst? Ja, Alternativweg. Okay. Verrätst du mir den, damit ich ihn jetzt nicht verbaue? Keine Ahnung. Spontan. Alternativweg spontan. Ja. Oh, da hätte ich gerade fast einen Fehler gemacht. Das wäre uncool gewesen. Ich hab auch gerade so gedacht, wäre ich nämlich fast in meine eigene Lava gefallen. Du hättest vielleicht diesen Charm hier, diesen Lava-Charm mitnehmen sollen, da hast du ja 7 Sekunden Immunität von Lava. Da Ja, kannst das du wäre auch mal vielleicht gar 7 nicht so dumm Sekunden in Lava gewesen. stehen. Du musst bloß darauf aufpassen, dass du nicht länger drin stehst. Weil dann bist du meistens richtig drin. Solltest von unten anfangen abzubauen, auf jeden Fall. Ja. Darf ich dir helfen? I'm helping. Pass auf, da steht noch Lava. Solange der Lava steht, darfst du das nicht machen. Jetzt darfst du erst. Oh nee! Doch, das hab ich auch gedacht. Da kommt jetzt so ein Vieh an. Mist. Alter Junge. Da krieg ich den halben Herzinfarkt. Oh, das war jetzt leicht uncool. Alter. Oh, wie viel habe ich denn schon? Weiter, ich guck mal nach. 32. Guck mal nach, wie viel man braucht. Hellstone. So, Hellstone Bar. Also du brauchst 3 Hellstone für eine Bar, für ein Dingens. So, fürs Schwert brauchen wir 20. Also wir brauchen schon fürs Schwert 60 Hellstone Ohr. Allein für das Schwert. Okay. Sprich, und wie viel habe ich? Ich habe 27, Ich nee, habe 32. 31. Sprich, noch nicht genug. Huhuhu, das funktioniert sogar. So, muss ich mir irgendwie überlegen, wie ich hier das abbaue und dabei das Zeug ablasse.